Die vergangenen Tage war es ruhig im Stadtwald, fast schon zu ruhig. Vier Nationalspieler auf Reisen, das Eintracht-Lazarett umfangreich und selbst der Chefcoach fehlte bis Anfang dieser Woche. Co-Trainer Matthias Hönerbach übernahm, während Thomas Schaaf mit Sportdirektor Bruno Hübner auf Japan-Reise weilte, mit ungeahnten Nebeneffekten. Heute Morgen um 5:30 bei mir hat er sich gemeldet, ja. Das war gut. Ja. Wollte mir nur sagen, dass Gnowski heute halt krankheitsbedingt nicht trainiert. Das heißt, der EG hat sich bei ihm gemeldet. Selbstverständlich. Ja. Wie sich das gehört? Wie sich das gehört, beim Trainer abgemeldet und ja, dann hat er sich bei mir gemeldet. Nette Uhrzeit. Ja. Das Lachen sollte dem Trainergespann nach Schaafs Rückkehr aber bald vergehen. Besagter Alexander Ignowski fehlt immer noch. Václav Katlec fällt mit einer Bronchitis aus. Slobodan Medojevic mit einer Magen-Darm-Grippe. Das Frankfurter Lazarett wird kommendes Wochenende bis zu 10 Profis umfassen und somit gerade mit Ach und Krach 18 Mann zur Verfügung stehen. Immerhin soll Carlos Zambrano nächste Woche aus Peru zurückkehren. Die Sorgen werden nicht weniger nach zuletzt 5 Pflichtspielniederlagen in Folge, in denen Torwart Felix Wiedwald 15 Mal hinter sich greifen musste. Allein vor der Länderspielpause gegen Bayern München 4-mal. Dem Kevin Trapp-Ersatz kann man das allerdings nicht ankreiden. Ohne den Schlussmann wären es wohl noch mehr Gegentreffer gewesen. Ich finde hervorragend. Hat er die Position von Kevin übernommen. Sehr mutig gespielt, sehr ruhig gespielt. Also souverän. Klar hat er auch den einen oder anderen Fehler drin, aber wer ist schon ohne Fehler? Immerhin konnte Thomas Schaaf in Japan mit Takashi Inui und Makoto Hasebe gleich 2 seiner Spieler mal wieder bei einem Sieg sehen. 6:0 gegen Honduras. Am Samstag in Gladbach dürfte das anders aussehen. Die Favre-Elf zwar vor der Länderspielpause mit der ersten Saisonniederlage gegen die wiedererstarkten Dortmunder, aber als Bundesliga-Dritter immer noch eine Klasse für sich. Das hatte sich bereits vor 3 Wochen im DFB-Pokal in Frankfurt gezeigt. Der knappe 2:1-Sieg der Borussia täuschte nur darüber hinweg, dass die Fohlen die Eintracht phasenweise an die Wand spielten. Dennoch rechnen sich die Adlerträger was aus. Ob du gegen Gladbach oder gegen Freiburg oder was weiß ich gegen wen spielst, keine Aufgabe ist leicht. Jede Aufgabe wollen wir konzentriert angehen, wollen aus jeder Aufgabe die meistmöglichen Punkte holen. Das wird am Samstag nicht anders sein. Also wir fahren nicht nach Gladbach und sagen vorher schon, ja, mit 3 gegen uns sind wir zufrieden. Wir wollen da mindestens einen Punkt holen. So sehe ich das zumindest und ich glaube auch die Spieler. Und so gehen wir die Aufgabe an. Nach Mönchengladbach wartet mit Borussia Dortmund gleich der nächste Brocken auf die Eintracht. Gut möglich, dass den Frankfurtern nach diesem November endgültig das Lachen vergangen ist.